Ja, hallo und wir sind wieder bei der deutschen Ausgabe der Wisdom Factory. Und heute habe ich Carsten Grund mit mir hier. Wir haben uns kennengelernt, das war in einem Breakout von Gaia, nicht? Letzte Woche oder vorletzte Woche. Und er hat mir so was Interessantes gesagt und deswegen wollte ich ihn dazu befragen und dachte, das wäre vielleicht auch interessant für andere Leute. Und deswegen machen wir das jetzt. Bevor wir richtig anfangen mit Thema, möchte ich dich fragen, wer bist du, wo bist du, was tust du? Und dann gehen wir in das Thema hinein. Okay. Guten Morgen. Guten Mein Morgen. Name ist Carsten Grund. Ich komme aus Bad Oldesloe, das liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Und ich bin seit 2018 systemischer Management Coach, nachdem ich 20 Jahre in der Geschäftsleitung in verschiedenen mittelständischen Unternehmen tätig war. Und ja, als Geschäftsführer ist es zwar spannend, aber irgendwie hat es mir nicht mehr die Erfüllung gebracht, sodass ich dann gedacht habe, ich mache was anderes. Und ich habe damals eine Ausbildung zum systemischen Management Coach nach der neuen Hamburger Schule gemacht, bei Corporate Work. Und das war, muss ich sagen, ja, die beste Ausbildung, die beste Investition, die ich getätigt habe. Weil ich dort kennengelernt habe sehr viele systematische Vorgehensweisen, die sehr gut passten, auch zu dem, was ich vorher in der Praxis erlebt habe und in der Praxis realisiert hatte. Sodass ich dadurch dann auch sehr gut in die Lage versetzt wurde, das zu erklären und anzuwenden und anderen mitzugeben, was ich vorher vielleicht intuitiv schon gemacht habe. Das ist spannend, ne? Ich denke, das war bei mir auch so, dass man intuitiv schon weiß, also irgendwas ist nicht und dann muss noch was anders sein und plötzlich kommt man, bei mir war es Ken Wilber, die Bücher von Ken Wilber, wo ich dachte, ah, so ist das, ja. Und dann kam ich dazu, das besser einordnen zu können und bewusster tun zu können. Aber erzähl mir doch ein bisschen mehr darüber. Was genau hast du gemacht? Wo hast du gemerkt, dass es nicht passt? Und wo kannst du jetzt besser nach der Ausbildung mit umgehen? Und nachher möchte ich dich auch noch zu der Ausbildung fragen. Ja, gerne. Ich habe, muss ich sagen, immer in Familienunternehmen oder in kleineren Unternehmen bis so 200 Leuten ungefähr gearbeitet und war dort für das operative Geschäft und die Finanzen zuständig. Also CFO und COO in Personalunion, was recht ungewöhnlich ist, was aber spannend ist. Was nützt dir, wenn du operativ gut bist, aber es nicht finanziell darstellbar ist? Und umgekehrt genauso finanziell muss natürlich der Boden geschaffen werden. Und das war immer so meine Rolle. Ich habe immer ganz banal gesagt, ich habe einen Partner, der schafft ran und ich schaffe weg. Und da war, muss ich sagen, glaube ich, nie die Hürde eigentlich zu hoch. Wir haben sehr außergewöhnliche Dinge gemacht. Im letzten Job zum Beispiel hatten wir einen sehr starken Vertriebsmann und die Firma war kurz bevor ich dahin ging, fast in Insolvenz. Und ich kannte die Situation und die haben 12 Millionen Umsatz gemacht und im nächsten Jahr waren in den Büchern 24 Millionen. Das heißt 100% Wachstum mit einer Firma, die gerade an der Insolvenz vorbeigeschleppert ist. Das heißt Liquidität fast nicht vorhanden und auch sonst vieles im Argen. Und das ist natürlich eine spannende Herausforderung. Und sowas liebe ich durchaus. Und interessanterweise, wir haben es auch geschafft, dieses Wachstum zu realisieren. Und ich habe so einen Satz mal geprägt, die Kunden sind glücklich, die Mitarbeiter haben intensiv gearbeitet, waren aber auch zufrieden, die Anteilseigner waren zufrieden, nur ich war nicht mehr zufrieden, weil ich habe mich vernachlässigt. Es ging mir nicht mehr gut. Insofern ist auch einer meiner Slogan, ne, ich unterstütze als systemischer Management Coach, damit es Kunden, Mitarbeiter, den Zahlen und dem Entscheider gut geht. Und sehr häufig vernachlässigt man sich selbst. Ja, also du kannst dir vorstellen, bei so einem Wachstum, Anfang Januar konnte ich schon nicht mehr durch die Fertigungshalle gehen, weil die so voll war. Es war Chaos pur. Also heißt das ranknolzen. Ne? Also du bist am Konzepte machen, am Umsetzen, am Kommunizieren und das fordert dich. Und das hat mich so stark gefordert, dass das auch nicht, zum Anfang nicht alles geklappt hat, dann fängst du an, oder ich habe es gemacht, zu sagen, ja, musst dich mehr anstrengen. Also man fängt bei sich selbst an und sagt, ja, musst du mehr Gas geben. Man macht mehr Gas, man sieht Erfolge, aber trotzdem gibt es bei so einem Wachstum immer noch neue Herausforderungen.
Und ich bin jemand, der sehr stark selbstmotiviert ist. Das heißt, her mit den Anforderungen und ich mache das. Und ja, du schaffst es. Das macht dich zum einen, befriedigt dich und macht dich glücklich. Aber gleichzeitig degenerierst du so nach und nach. Also dein Akku wird leerer. Ne? Und wenn du auf Dauer den Akku nicht vernünftig füllst, dann funktioniert es nicht. Und dann war noch die Situation, dass mit dem Partner, den ich dort in der Geschäftsführung hatte, wir zwar einige Werte geteilt haben, zum Beispiel wir wollten Erfolg, wir uns aber vorher nicht ausführlich auseinandergesetzt haben mit tatsächlich der Definition der Werte. Also ich wollte einen langfristigen Erfolg, einen nachhaltigen Erfolg mit Zufriedenheit bei Kunden, Mitarbeitern. Und mein Partner wollte sehr stark kurzfristigen Erfolg. Und da entstehen Zielkonflikte. Und wenn du dann in einer Situation, wo du sehr intensiv arbeitest, praktisch nicht eine Wertschätzung erfährst, im Gegenteil sogar in Konflikte reinschlitterst, dann bringt das irgendwann das Fass zum Überlaufen und dann kam die Entscheidung, das muss ich mir nicht mehr antun. Und so ähnlich hatte ich das auch erlebt in vorherigen Jobs. Da war so Situation, ja, wenn das gut läuft, dann gibt es auch eine tolle Tantieme, dann lief es gut und dann kommen die Anteilseigner und nörgeln an der Tantieme und wollen erklären, dass es doch nicht so ist. Und das Thema Dankeschön und Wertschätzung, habe ich gemerkt, steht teilweise, das ist sicherlich nicht verallgemeinern, aber ich habe es erlebt, hinter dem Geld zurück. Ist das nicht auch eine kulturelle Geschichte, dass man gefälligst zu funktionieren hat und alles gut zu machen hat und wehe, es geht mal nicht 100%, da kriegt man, statt Danke zu bekommen, also ich kenne das eben aus meiner Vergangenheit, ja, meine Erziehung, statt sagen, oh, hast heute keine 1 geschafft, nur eine 2, aber es ist okay, ne? Aber hätte ja ruhig besser sein können, sagte mein Vater, ne? Also wenn man so getrimmt ist, ist es ja eigentlich auch normal, ne? Das heißt, wir müssten unser Bewusstsein ein bisschen ändern. Ich kann mir vorstellen, dass du deswegen auch zu Gaia gefunden hast. Ja, es ist, glaube ich, so ein schleichender Prozess gewesen. Ja. Und es ist auch ein Henne-Ei-Thema. Also einige sagen, pass mal auf, wenn es gut läuft, dann können wir uns auch einiges leisten. Ja? Aber dieses, damit es gut läuft, es muss eben definiert werden und einige kriegen den Hals eben nie voll und wollen mehr, mehr, mehr. Dann gibt es andere, die sagen, ja, ich investiere erstmal in Kultur, fast in ein Wohlwollen, in ein Wohlfühlthema. Wobei da sage ich immer, Corporate Happiness ist auch nicht die Lösung, weil wenn du im Paradies bist, warum sollst du dich dann noch anstrengen? Und ich glaube, es muss eine gesunde Balance geben in der Wirtschaft zwischen Werten wie Zusammenarbeit, Wertschätzung, Anerkennung und einer Leistungsorientierung. Denn wenn wir nicht gefordert sind als Menschen, ist das auch nicht gut. Und diese Balance zu finden, hängt sehr stark ab von der Führung. Es gibt von Friedrich Laloux ein Zitat, der sagte, eine Organisation entwickelt sich nur so weit, wie die Führung es vorlebt oder zulässt. Das heißt, wenn dort nicht das richtige Mindset ist, die richtige Haltung, dann multipliziert sich das nach unten. In größeren Organisationen gibt es natürlich viele Hierarchieebenen. Da kann es ruhig angehen, dass die oberste Führung okay ist. Aber wenn dazwischen Idioten sitzen, dann kommt auch nur Blödsinn an. Das ist einfach die große Herausforderung, die da ist. Und jetzt muss man sich überlegen, warum kommen Leute eigentlich nach oben in einer Hierarchie? Was prädestiniert sie eigentlich? Da gibt es einmal das Peter-Prinzip und dann gibt es sicherlich die Ellbogengesellschaften. Und es gab vor kurzem einen interessanten Artikel über die dunkle Triade. Das sind Psychopathen, Narzissten und Machiavellisten. Warum die so häufig nach oben kommen? Und genau das habe ich erlebt und auch wiedererkannt an den Partnern, die ich hatte teilweise, dass die hochgekommen sind, weil sie sich mit Ellbogen durchgesetzt haben. Weil sie blendend erzählen und verkaufen können. Aber tatsächlich sind sie selbst sehr selbstorientiert und sagen nach dem Motto, ja, wenn es mir gut geht, soll es meinen Mitarbeitern auch gut gehen. Bloß es geht mir gut, da haben diese Leute einen unersättlichen Appetit und sie wollen immer mehr und merken gar nicht, dass sie ihre Organisation überfordern. Wahnsinn, ja. Das scheint ja auch ein weltweites Phänomen gerade im Moment zu sein, nicht? Dass wir regiert werden von Menschen, die
Naja, ich will jetzt nicht politisch werden oder so. Und da kommen jetzt vielleicht durchaus dazugehören zu dieser Typ von Menschen, sagen wir es mal so. Und da kommen jetzt vielleicht spannende Fragen auf uns zu. Sicherlich auch eine Corona hat dazu beigetragen, mal zu überlegen, zu reflektieren. Ne? Was ist eigentlich gut, was sind Werte und. Soziale Kontakte hat man vorher selbstverständlich wahrgenommen. Auf einmal merkt man, dass man sie braucht, wie die Vitamine. Ne? Und wir kommen in Situationen, wo wir New Work auf einmal, was ja schon 70er Jahre ist, aber auf einmal blühen solche Themen hoch. Oder diese Frage der neuen Generation. Was sind eigentlich die Werte der Generation Z und Alpha, die jetzt hochkommen? Und wir merken auf einmal, die orientieren sich an anderen Dingen. Und was sind unsere Antworten dazu? Das ist eine große Herausforderung, die finde ich halt sehr spannend. Und da möchte ich auch den Entscheidern in der Wirtschaft helfen. Entscheider sind bei mir die Zielgruppe häufig die Geschäftsleitung, aber auch ich habe sehr häufig mit Mitarbeitern zu tun, die einfach sagen, ich habe Stress mit meinem Chef, ich hau hin, ich will nicht mehr. Und wir das mal zerlegen und dann eben Handlungsalternativen rausarbeiten, wie kann ich zum Beispiel mit meinem Chef umgehen. Und es gibt natürlich Gründe, warum man ein Unternehmen verlassen sollte, wenn der Chef ein Idiot ist, aber man muss auch sagen, erstmal muss ich bei mir anfangen. Ich kann mich ändern, ich kann es akzeptieren, ich kann es lieben oder ich kann es halt verlassen. Und diese Transparenz reinzubringen über die Situation, das Sortieren, Orientierung zu schaffen, das ist eine Dienstleistung, die sehr nützlich ist und die häufig die Leute alleine nicht können, weil sie assoziiert sind, weil sie im Tunnel sind. Man hat mit dem Chef meinetwegen ein Problem und kriegt schon, die Nackenhaare stellen sich schon auf, wenn man nur dran denkt. Und dann geht man nicht positiv in ein Meeting rein und macht fast self-fulfilling. Und wenn man sich mal über die Situation bewusst wird und sagen, okay, was stört mich wirklich an meinem Chef? Wer oder was stört mich dran? Und das hinterfragt, dann stellt man fest, okay, das ist die und die Verhaltensweisen. Und dann kann ich gucken, okay, wie kann ich mit der Verhaltensweise umgehen? Und habe ich eigentlich darüber ihn schon mal angesprochen? Und dann komme ich in eine nachhaltige Selbstorganisation. Das heißt, mein Coaching-Ansatz ist auch nicht Leuten, ich sag mal, zu beraten in Situationen, sondern ihnen zu helfen, dass sie Situationen verstehen, durchdringen, Prioritäten setzen, fokussieren, und dann für sich eine nachhaltige Selbstorganisation erreichen. Das heißt, dass sie selbst wieder erfolgreich sein können. Das klingt sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie geht man, man kann ja sich so einen Plan machen, so wie du das gesagt hast, und das verstehen und alles. Aber ich bin ja trotzdem noch ein emotionaler Mensch. Das heißt, ich habe ja noch die Verletzung in mir und die und jetzt muss ich den schon wieder sehen. Oh Gott, wenn er das wieder sagt, da weiß ich ja schon, da flattert dann wieder der Bauch oder so. Wie gehst du damit um? Emotionale Intelligenz lehren oder? Super. Also das ist, glaube ich, die Kernfrage, die du gerade stellst. Also ich bin ganz ehrlich, vor dieser Ausbildung konnte ich über Motive und Werte relativ wenig sagen. Das heißt, ich war nicht sprachfähig. Mir war zwar bewusst, dass das sehr wichtig ist, aber ich war gar nicht sprachfähig in diesen Themen. Was treibt mich an? Was sind eigentlich meine Motive? Und ich arbeite mit den Menschen sehr gerne ihr emotionales Bewertungscockpit, nenne ich das. Das heißt, mal zu überlegen, wann geht es mir eigentlich gut? Was bringt mir Spaß? Was treibt mich an? Welche Rollen mag ich eigentlich? Und da lenken uns unsere Emotionen. Unsere Emotionen zeigen uns den Weg. Das können wir einmal feststellen an sogenannten somatischen Markern. Das sind Körpersignale. Der eine kriegt ein Rauschen auf dem Ohr. Der andere kriegt hektische Flecken. Der andere kriegt ein Magengeschwür. Und das sind alles Zeichen unseres Körpers, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und wir Menschen sind sowas von unterschiedlich in unserer Antrieb, dass wir uns erstmal verstehen müssen. Ein Coachee hatte mal gesagt, und das Zitat finde ich sowas von toll, weil es sagt es einfach aus. Er hat gesagt nach dem Coaching, ich hatte ja keine Ahnung, wie wenig Ahnung ich eigentlich von mir hatte. Das heißt, das Erste ist das, was Orakel von Delphi schon gesagt hat. Erkenne dich selbst. Wie tickst du, was treibt dich an? Und wenn ich das verstehe, also ich muss bei mir anfangen,
Nicht zu sagen, wie ist die Situation, wer ist alles böse und, sondern erstmal zu sagen, worauf reagiere ich? Was mag ich nicht? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Konflikte sind in der Regel Werteverletzung. Ich streite mich, weil mein Wert verletzt ist. Auch Unternehmenskulturen sind ja nichts anderes als gelebte Werte. Und wenn ich merke, die Unternehmenskultur passt nicht zu mir, dann werden dort andere Werte gelebt. Wie ich beschrieben hatte, mein Partner sagte, ich will kurzfristigen Erfolg. Das heißt, er liefert eventuell schon Anlagen aus, die noch gar nicht fertig sind. Ich sage aber, ich will Kundenzufriedenheit erreichen, nachhaltigen Erfolg haben. Also habe ich ein Problem damit, eine Maschine auszuliefern, die nicht in Ordnung ist. Das trägt sich dann aus in der Situation, in Entspannung. Wenn ich jetzt sage, mir ist es egal, dann liefere ich sie halt aus. Wenn ich aber sage, ich habe einen eigenen Antrieb und will diese Anlage ausliefern, dass sie funktioniert, ja, dann mache ich Überschichten bis zum geht nicht mehr. Das merkt eventuell der Chef und sagt, ist ja klasse. So treibe ich den einfach an. Ja? Was aber natürlich nicht funktioniert auf Dauer. Und deswegen deine Frage, ja, die Motive und Werte sind zentrale Punkte. Das heißt, wenn die Ist-Situation klar ist, dann machen ganz viele einfach diese Reihenfolge. Ist-Analyse, Ziel definieren und Maßnahmen umsetzen. Und das funktioniert nicht. Das sind unsere guten Vorsätze, ich höre mit dem Rauchen auf oder sonst was. Sondern der Schritt 3 ist, sich mit den Ressourcen zu beschäftigen. Welche Ressourcen habe ich für meine Zielerreichung? Welche stehen mir zur Verfügung? Und das ist der Baukasten, den ich als Coach auch anbiete. Das heißt, wir untersuchen die Werte und Motive. Bei den Motiven setze ich zum Beispiel auf das EPP. Ich bin Experte auch für Emotional Performance Profile. Das ist ein Lizenzprodukt, ein Online-Test, bei dem man sich selbst besser kennenlernen kann. Das heißt, welche Motive sind mir wichtig? Habe ich Erkenntnismotiv? Ja? Beispiel, meine Tochter fragte mich, und da erkennt man, da ist Erkenntnismotiv. Papa, nimmt der Mond auf der Südhalbkugel auch so ab, dass man erkennen kann mit dem A, dass das abnehmender Mond ist? Spannende Frage. Die stelle ich sehr häufig in Führungsschulung und ich merke, die Hälfte findet die total spannend und diskutiert es und die andere Hälfte sagt, wen interessiert es denn das? Und das muss man wissen. Menschen ticken unterschiedlich und es gibt nicht gut oder schlecht. Übrigens, das ist andersrum. Also da funktioniert es auf der Südhalbkugel andersrum. Ja, ich war ja vor 2 Jahren in Südafrika und dann bin ich früh aufgestanden und einen Spaziergang gemacht und da war ich ganz irritiert. Huch, wieso geht die Sonne da auf? Und das ist sehr wichtig, dass man weiß, wie man tickt. Ne? Und wenn ich jemanden habe zum Beispiel, der dieses Erkenntnismotiv hat, extrem stark, und dem einfach nur sage, mach jetzt und kümmere dich nicht darum, warum es funktioniert, dann funktioniert es nicht. Umgekehrt, diesem Mitarbeiter etwas hinzulegen und zu sagen, sag mal, irgendwie ist hier der Wurm drin, kannst dich mal drum kümmern. Mehr muss ich gar nicht sagen. Der ist schon von sich aus motiviert. Und das ist eines der Geheimnisse von der Führung. Die Kenntnis von sich selbst, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und dann das Interesse, die Neugier am Menschen. Und da kann man auch zum Beispiel mit Johari, Kommunikationsmodell, Johari-Fenster, nicht nur spekulieren, sondern zur Not fragen. In den Dialog gehen. Was ist dir denn wichtig? Man erkennt sehr häufig schon an den Handlungen, wie der Mensch tickt. Aber wir sind Menschen, wir haben Ohren und Mund, wir können fragen, wenn wir es ist. Es ist so ungewöhnlich, nicht? Vor allen Dingen in unserer Zeit, dass man erstens mal sowieso bei sich selber anfangen soll. Haha, ist ja viel einfacher, wenn du dran schuld bist und vor allen Dingen, weil ich mich so schlecht fühle, deswegen bist du schuld, ja? Das ist auf den ersten Blick ja viel einfacher, weil es ist ja schon schwierig, mit sich selber so einigermaßen zurechtzukommen. Aber letztendlich ist das der erste Schritt zur Lösung der Probleme, so wie du gesagt hast. Und nicht nur im Beruf, sondern überall, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Ja. Deswegen, wenn ich einen Coach hier habe, der kommt und sagt, er hat ein Problem mit seinem Chef, dann machen wir die sogenannte eine visuelle Aufstellung als erstes. Das heißt, ich habe eine große Tischplatte
Online mache ich selbstverständlich auch mit Tools wie Moodle oder sonst was. Das heißt unendlich Raum. Und wir fangen an mit der Frage, einfach, was hängt mit der Unzufriedenheit zusammen? Und man stellt fest, der Chef ist vielleicht nur ein Puzzleteil. Und im Extremfall stellt man sogar fest, ja, der Chef ist es gar nicht. Sondern es ist noch was ganz anderes. Ich bin grundsätzlich nicht im Punkt der Selbstfüllung. Ich habe mal wegen so eine Art Midlife-Crisis und überlege, wie geht's weiter? Und ich habe mich jetzt fokussiert auf den blöden Chef, aber der ist es gar nicht. Sondern es sind andere Punkte. Und wir versuchen zu arbeiten. Kann auch Projektionsfläche sein für alles Mögliche, was in deinem Leben sonst noch so ist. Ne? Genau. Und wir erarbeiten dann erstmal gemeinsam die Situation. Wie ist die Situation? Ja. Und dies führt in der Regel schon zu ganz vielen Erkenntnissen. Also wenn man das sich mal aufmalt, entsprechend mit einer Methodik transparent macht, später mal clustert, dann ist schon ganz, ganz viel erreicht. Dann geht es in den nächsten Schritt, ein Ziel definieren. Und ein Ziel definieren ist nicht eine Absichtserklärung, sondern ich spreche auch von Volition. Den absoluten Willen, etwas zu erreichen. Deswegen formuliere ich gerne Ziele im Futur 2, in der abgeschlossenen Zukunft. Ich werde etwas erreicht haben, ist viel stärker als ich will etwas erreichen. So, und dann geht es ran an die Ressourcen. Und ein ganz wichtiger Baustein ist auch das Motto des bisherigen Scheiterns. Das ist Auseinandersetzen über die Verhaltensweisen, die nicht zum Ziel führen. Das sind nämlich wie so Treckerspuren, die sich so ins Gelände geschürft haben. Und da fahre ich drin. Und wie so ein Autopilot fahre ich immer da drin. Und es erfordert Verhaltensveränderung, erfordert halt aktives Gegenlenken. Ich muss diese Spur verlassen. Ich muss feststellen, aha, wenn mein Kollege das und das sagt, bringt er mich auf die Palme. Das muss ich erkennen. Und nächstes Mal, wenn er es macht, halte ich einen Moment inne mit bestimmten Techniken, kann ich gerne gleich was zu sagen, und sage, halt, stopp. Diesmal lasse ich mich nicht mit dem Autopilot im Abgrund fahren, sondern ich erkenne es sofort an meinem somatischen Marker zum Beispiel. Achtung, mein Ohr rauscht gerade. Irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung. Innehalten. Dann kommt Kahnemann ins Spiel. Schnelles Denken, langsames Denken. Also nicht immer intuitiv denken, sondern auch mal zu sagen, halt stopp, ich muss jetzt mein Raster durchbrechen und mich anders verhalten. Und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich natürlich einen Schritt weiter, weil dann weiß ich, wo ich hin will. Ich weiß, was die Ist-Situation sind, den Fokus. Und ich weiß, okay, was darf ich nicht machen? Und dann kann ich natürlich Modelle anwenden und meine Motive und Werte heranziehen. Und dann habe ich Chancen, diese Verhaltensveränderung auch nachhaltig zu erreichen. Deswegen nachhaltige Selbstorganisation. Weil nicht nur für die eine Situation die Lösung zu finden, weil häufig ist ja unsere Zeit schnelllebig und es ändert sich was, sondern zu erkennen, okay, dann ändert sich jetzt eben was, kein Thema. Und ich kann mich wieder selbst anpassen und glücklich werden. Manometer, ja, das ist genau das, was wir auch gerade jetzt in der Situation brauchen. Wir haben es schon vorher gebraucht, ja, aber jetzt erst recht. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ich sehe das ja an meinen Nichten und Neffen, die haben eine ganz andere Werteskala und eine ganz andere, also ich bin ja noch, sagen wir mal, ein Babyboomer, ne? Für mich war es halt damals wichtig, auf dem Land mit der Natur und alles Mögliche, ne? möglichst unkompliziert zu leben und nahe am Natürlichen eben und mit nicht allzu viel Konsumismus, gar nicht und so. Und dann sehe ich die neuen Generationen, vor allen Dingen, weil ich ja nun lange so gelebt habe und ich komme sporadisch in die andere Gesellschaft und denke immer, na geht's noch, ja. Das ging mir letztes Jahr. Wie das jetzt mit Corona ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber vorher. Und dann sehe ich, wenn ich dann mal so ein bisschen was gesagt habe, die verstehen überhaupt nicht mehr unser Gefühl, mit der Natur zusammen sein zu wollen und ein zusammen zu finden zu wollen im Leben, ja, statt im Moment ist es, du bist so und du bist so und du solltest aber so und da, also wie so ein Zurückfallen in Kinderzeiten, wo man gesagt kriegt, das, was du machst, ist alles falsch und du sollst es, aber jetzt eben von der jüngeren Generation zur älteren. So, meine Frage, hast du da Erfahrung mit dieser jüngeren Generation, ich würde mal sagen zwischen 25 und 40 und so? Massiv. Und
Wie gehst du damit um und wie bringst du die sozusagen wieder zur Vernunft? Wobei ich nicht Vernunft meine, vom, nicht unbedingt nur vom Denken her, sondern von der Lebenseinstellung. Ja, super spannendes Thema. Ich fange erstmal an mit dem Thema Generationsvergleich. Also, wenn du statistisch auswertest, und das haben ja schon ganz viele Forscher gemacht, dann haben wir Unterschiede zwischen den einzelnen Generationen. Das ist richtig. Wenn du aber siehst, dass jede Generation eine gaussische Verteilung hat, ja, also die Babyboomer, da gab es solche und solche. Und bei Generation X, Y, Z gibt es auch solche und solche. Und es kann angehen, wenn du diese gaußschen Kurven übereinander legst, dann siehst du eine Abweichung vom Mittelwert. Das sind die Dinge, die auch dann in der Presse rumgehen. Die Generation Z ist anders. Aber du vernachlässigst das Individuum. Und es kann angehen, dass ein Babyboomer viel stärker nach New Work schreit als ein Generation Alpha. Das weißt du nicht. Das ist halt der persönliche Mensch. Und das ist wieder dieses Bewertungscockpit. Erstmal erkennen, was es ist. Und dieses Schubladendenken, ein Babyboomer ist anders als ein Generation Z und Alpha. Ja, jeder Mensch ist anders. Und insofern denke ich nicht in der Generation, sondern ich denke im Individuum und versuche zu erkunden und mache nicht den Fehler, Schublade auf, der hat andere Werte als ich. Woher weiß ich das? Das ist reine Spekulation. Nur weil der Durchschnitt seiner Generation andere Werte hat, gilt das für das Individuum noch lange nicht. Also das ist der erste wichtige Punkt. Ich habe für mich... Lass mich dazu was sagen. Also ja, das gerne. Ist ganz... Ganz konkret, dass ich von meiner Nichte gesagt bin, also Leute mit solchen Ansichten, das ist ein, sozusagen, dass wir so jemanden in der Familie haben. Gemeint war ich. Sehr individuell. Ja, da ist sicherlich auch das Thema, mal zu erkennen, den Wert dieser anderen, der Andersartigkeit. Ja? Also ich nutze zum Beispiel für Teams gerne Belbin Team Rules. Ja, Merritt Belbin hat erarbeitet, dass er sagt, wir brauchen die Andersartigkeit, wir brauchen 9 verschiedene Typen in Teams, damit sie gut funktionieren. Und mit deiner Nichte vielleicht mal die Frage zu stellen, was findest du denn gut und was findest du nicht so gut? Was hat einen Wert und was hat nicht Wert? Und wie können wir uns eventuell ergänzen? Ist eine ganz andere Frage, als etwas abzuwerten. Hm? Du hattest die Frage gestellt, habe ich Erfahrungen mit den jungen Menschen? Ich habe entschieden, dass auch junge Menschen Entscheider sind. Ich unterstütze ja Entscheider, und zwar aus der Wirtschaft. Was nutzt uns aber die Wirtschaft, wenn wir keinen Nachwuchs mehr bekommen? Also unterstütze ich 2-mal im Jahr auch in einer Sonderaktion die jungen Entscheider, nämlich die Schulabgänger, weil die eine ganz große Frage haben, nämlich was ist eigentlich der passende Job für mich? Und das ist eine extrem schwierige Frage, mit der sie häufig alleingelassen werden. Und da unterstütze ich sie in einer Aktion, die nennt sich Schule und danach, und biete ihnen zu Sonderkonditionen dort auch ein Individualcoaching an, um sich kennenzulernen. Und in der Regel merke ich, dass sie danach nicht rausgehen und sagen, oh, ich will jetzt Polizist werden, sondern ich gebe ihnen ein Instrument an die Hand, nämlich dieses emotionale Bewertungscockpit, wie sie bewerten können, ob ein Job zu ihnen passt oder nicht. Und manchmal muss natürlich auch die Zeit reif sein für eine Entscheidung. Unser G12 hat dazu geführt, dass die Kids sehr jung sind, wenn sie diese Entscheidung treffen müssen. Und manchmal braucht eine Entscheidung auch Zeit. Und das ist ganz spannend, wenn sowohl die Eltern als auch die Kinder diese Erkenntnis haben, die Zeit ist noch nicht reif. Wie dann eine Entspannung wiederkommt. Man verlässt diesen Tunnelblick und danach geht es häufig von alleine. Zum Beispiel habe ich vor kurzem gerade einen Controlling-Workshop gemacht mit FSJ-Lern, Freiwilliges Soziales Jahr. Die wussten vorher alle nicht, was sie wollten. Und nach einem Jahr war dieser Prozess sehr weit fortgeschritten und die wussten alle, in welche Richtung das geht. Und insofern habe ich relativ viel Kontakt mit den Jüngeren, einmal durch diese Schule und danach und dann auch Workshops, die ich teilweise mache. Und da stelle ich fest, eigentlich haben wir als Menschen alle immer die gleichen Fragen wieder. Worauf haben wir eigentlich Lust? Was bringt uns Spaß? Was brauchen wir zum Glücklichsein? Wie gehen wir miteinander um? Das sind altersunabhängige Themen. Und ich merke das als Familienvater, ich habe 2 Kinder, 20 und 18. Das ist natürlich auch schön. Man, schon dieser Satz, man bleibt ein bisschen jung, man kriegt Dinge mit, die man sonst nicht erfahren würde.
Das ist ganz spannend. Fragestellungen, auf die ich sonst nicht gekommen werde, kommen durch meine Kinder ab und zu rein. Und Wertediskussionen führen wir ab und zu. Und ich erkenne eben an der Verschiedenartigkeit der Kinder, eben, dass du nicht mit deinem 0815 Patentrezept agieren darfst. Auch nicht mit deinem Führungsstil. Das klappt so bei 80% der Leute und die anderen 20, die wechsle ich halt aus. No? So. Ist es wirklich so, dass es bei den 80 funktioniert? Oder macht es nur den Anschein, dass es funktioniert? No? Und das merkst du, wenn du dann was machst mit deiner Familie und auf einmal sagt der Sohn, nö, bringt mir keinen Spaß. Dann stellst du auf einmal die Frage und sagst, interessant, da hat mal einer den Mut, Widerspruch zu leisten. Lässt du eigentlich als Führungskraft Widerspruch zu? Ermunterst du die Leute? Fragst du mal ab? Wir haben heute, das zeigt uns Corona, die fantastische Situation, Meinungsvielfalt zu erfahren. Und zwar in einem geschützten Raum. Nehmen wir mal Mentimeter. Eine Mentimeter-Abfrage in einer Workshop zu machen, ist total easy. Ist anonym und ich sehe sofort, was ist wirklich das Meinungsbild. Denn als Chef hast du ein Thema. Wenn du offen fragst in der Vergangenheit, heißt das nicht immer, dass du die Antwort kriegst, die die Leute denken, sondern manchmal auch sozial gewünschtes Verhalten. Und wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, was die Wahrheit ist. Natürlich, wenn die Menschen einen kennen und Vertrauen entwickeln und wissen, dass ihre Meinung wichtig ist, dann kommen sie auch mit ihrer richtigen Meinung. Aber trotzdem sind sie natürlich abhängig im Thema Gehalt, in Arbeitsplatzsicherheit. Und haben sie den Mut, eventuell einen Vorschlag, den ich schon sehr weit ausgearbeitet habe, wo ich begeistert bin, wo sie merken, das ist mein Baby, mir zu sagen, Carsten, was du da gerade machst, ist Blödsinn. Wer hat schon wirklich diese Unabhängigkeit, dieses Kreuz, sowas zu sagen? Und wenn ich nicht den Widerspruch erfahre, dann denke ich, meine Situation ist toll. Und warum funktioniert sie nicht? Und dann merke ich auf einmal im Verhalten, dass die Leute meinetwegen nicht motiviert sind, sich dafür einzusetzen. Und jetzt komme ich vielleicht zum Thema, oh, das liegt an den Mitarbeitern. Nein, ich muss zurückgehen und zu verstehen. Und da helfen uns solche Tools wie Mentimeter zum Beispiel, signifikant einfach mal eine Frage zu stellen. Wie findet ihr denn die Idee auf einer Schulnotenskala? Und zu sagen, was ist da nicht gut dran und was könnte besser sein? Und auf einmal komme ich dann in eine andere Diskussionskultur. Und es geht nicht mehr um meine Idee, sondern wie können wir gemeinsam etwas umsetzen? Da bin ich dann beim Team sehr stark natürlich. Bei Team ganz, 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 ganz wichtigen Gesichtspunkt, weil die Erfahrung ist ja so, dass viele Leute dann sich nicht mehr trauen, was zu sagen, nicht? Weil sie denken, entweder werden sie angepfiffen gleich oder im Moment im sozialen Diskurs, wenn du die falsche Meinung hast, da wirst du sofort gleich beschimpft und sowas. Wie kann man, du sagst im Betrieb, das sehe ich ein, wenn dann die Leitung entsprechend signalisiert, konstruktive Kritik ist gewünscht, und dass das auch langsam möglich sein könnte, ja, das wäre schon ganz gut. Ich kann auch verstehen, dass jemand, der Kritik sagen möchte, aber gewohnt ist, dass er damit eigentlich nicht durchkommt. Das ist die berühmte Geschichte mit dem Hammer von Watzlawick. In dem Moment, wo er es dann sagt, kommt es dann raus wie, also völlig daneben. Ja? Also diese Kultur, wie kann die gefördert werden? Ich meine, durch das, was du tust, ja, auf jeden Fall. Aber wo siehst du das, dass das in der Gesellschaft schon passiert? An den Schulen, glaube ich, eher mal nicht. Gibt es da Bereiche, wo du siehst, dass so gearbeitet wird? Also ich fange trotzdem nochmal beim Betrieb an. Wir müssen natürlich offen erstmal reingehen an die Situation. Und in vielen Betrieben gibt es zum Beispiel einen Betriebsrat. Betriebsrat vertritt die Interessen der Mitarbeiter. Ob es wirklich so immer ist, lasse ich mal eingestehen. Auf jeden Fall war ein Betriebsrat für mich immer ein sehr wichtiger Gesprächspartner. Und Betriebsrat schützt natürlich die Identität von Leuten, aber ich habe ja wirklich einen sehr, sehr guten Betriebsrat und der kam dann ab und zu mir und gab mir auch manchmal Hinweise, weil ich dann vielleicht betriebsblind war. Ja, also solche Menschen können einem wertvoll sein. Ich hatte auch sehr gute Assistentinnen häufig, die den Draht hatten und wo ich dann manchmal auch gesagt habe, Mensch, tu mir mal einen Gefallen, spiegel mir mal das Meinungsbild wieder. Und die erfahren dann andere Dinge.
So, und an sich ist es nichts anderes, als was ich häufig mit dem Johari-Fenster sage, den blinden Fleck zu erweitern. Ne? Wir sehen viele Dinge nicht. Und eines der, oder es gibt zwei Handlungsalternativen, die uns nach vorne bringen können. Das eine ist das Sagen, nämlich über sein eigenes Denken sich mitzuteilen. Und das andere ist das Fragen, das Verstehen des anderen, sodass man die Arena des freien Handelns vergrößert. Und das sollten wir alle beherzigen. Und das Fragen machen wir viel zu wenig. Und das Hinhören, also dann auch mal die Pause aushalten. Also nicht nur zu sagen, hat jemand etwas dagegen? So eine Frage wird nicht funktionieren. Sondern zu sagen, wie können wir es noch besser machen? Was stört euch? Und dann warten. Deswegen sind so Teamprozesse heute wichtig. Und da ganz wichtig, müssen wir mal unterscheiden zwischen dem Begriff Gruppe und Team. Gruppe, ganz einfaches Beispiel, wir stehen zusammen an einer Ampel, die ist rot und in der Regel halten die Leute sich dran, dass sie dann stehen bleiben und nicht rübergehen. Aber es ist eine Gruppe, die hat nur ein Ziel, nämlich und eine Gemeinsamkeit, das soll grün werden, dass wir rübergehen können und dann verteilen die sich wieder. Ein Team ist etwas anderes. Ein Team hat eine Abhängigkeit voneinander. Und die müssen wir erkennen, auch gesellschaftlich. Und wenn wir eine Abhängigkeit haben, dann können wir eine Diskussion führen über unsere Werte in diesem Thema und gemeinsame Ziele abstimmen. Und das müssen wir machen auch in der Gesellschaft. Die Abhängigkeit als erstes erzeugen. Wir gehen mit allen Ressourcen, die keinen Preis haben, gehen wir katastrophal um. Und wir müssen erkennen, dass es Abhängigkeiten gibt. Wenn ich weitere Straßen baue, muss ich auch andere Straßen rückbauen. Wenn ich Flächen zubetonieren will für Wohnungssiedlung, dann muss ich sagen, wir werden doch aber nicht mehr Menschen. Das kann doch nicht angehen. Da muss es andere Flächen geben, die ich wieder renaturisiere. Da aber die Umwelt nicht aufschreit, beschwert sich keiner. Trotzdem ist das eine Werteverletzung. Und so müssen wir eben uns überlegen. Wir gehen mit allen Ressourcen schlecht um, die schlecht bepreist sind. Weil die wehren sich nicht. Ein Preis ist ein Wert. Und der wehrt sich. Wenn ich auf einmal für einen Liter Wasser 20 Euro bezahlen müsste, dann komme ich in eine Diskussion, ist mein super englischer Rasen halt mir wichtiger als 20 Euro für einen Liter. Und wenn das knapp wird, ist gut, dann fangen wir auf einmal an, uns drum zu bemühen. Heute kosten Liter 1 Cent oder irgendwie sowas. Also völlig unwichtig, da ist mein grüner Rasen mir wichtiger. Und so ist das in vielen, vielen anderen Themen. Wir müssen diese Diskussion über die Werte führen. Wir müssen sagen, was ist uns wichtig? Das ist ja fast dann wieder eine philosophische oder spirituelle Frage. Muss es einem wirklich erst schlecht gehen, bevor man etwas ändert? Oder gibt es da auch andere Wege? Es ist eine der zentralen Fragen für die Akquise, für mich immer, zu sagen, also es gibt, ich nenne es mal die Unbelehrbaren. Da habe ich früher gesagt, würdest du so einen eigentlich als Kunden akzeptieren? Erst habe ich gesagt, nein. Inzwischen habe ich gesagt, doch, gerne. Weil aus einem großen Idioten einen kleinen Idioten zu machen, ist auch ein wertvoller Beitrag, weil sie multiplizieren. Dann gibt es die, denen das Wasser bis zu hier steht. Ja, klar, die kommen irgendwann. Veränderung ist natürlich leichter, wenn Druck da ist. Ja, und der Druck. Aber die mag dann nicht nachhaltig sein, die Veränderung. Ja, genau. Unter Druck. Genau. Wenn aber zum Beispiel eine Ressource knapp ist, dann führt es natürlich auf einmal zu Verhaltensveränderung. Und das Schönste ist natürlich, wenn du in der Position der Stärke, in einer guten Situation anfängst, Verhalten zu verändern. Und das heißt auch für mich, wenn wir eine gesellschaftliche Veränderung wollen, wir müssen gucken, dass wir mehrgleisig vorgehen. Also zum einen einen gewissen Veränderungsdruck, eine Notwendigkeit aufbauen. Weil sonst gehen wir halt mit einigen Dingen nicht so um, wie es notwendig wäre. Dann müssen wir sicherlich auch manchmal die Idioten lokalisieren und dafür sorgen, dass die nicht zu viel Blödsinn machen. Der größte Hebel ist aber bei denen, die positive Energie reinstecken in ein System. Da
Das heißt, die erkennen, dass es so nicht weitergeht, aber noch Zeit bleibt, um etwas zu verändern. Das heißt, Mitstreiter zu finden. Da sind ja Gaia und andere Initiativen eben auch ein Ansatz, um zu sagen, lasst uns austauschen. Und was da findet, ist immer eine Multiplikation, so eine Art ja, Kristallisationsursprung, so eine Keimzelle, von da es wandert. Nur das Überspringen auf andere ist halt sehr schwierig. Gucken wir uns mal an, es gibt diese Umfragen, wir halten einen Vortrag über gesunde Ernährung und Ökolandbau und so weiter. Und dann kommt die Frage, ja, wer findet das denn gut? Und wer könnte sich denn das vorstellen, sich so zu ernähren? Dann haben sehr häufig kommen so Werte raus von 20%. Das ist erstmal interessant, dass es nur so niedrig ist. Wenn man dann guckt, wie viel tatsächlich es nur umsetzen, sind es nur 20% von den 20%, was 4% bedeutet. Ja, und das ist natürlich nicht riesig. Ja, damit Veränderungen zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig. Ja, und die Frage ist, wie erreichen wir jetzt mehr? Und wenn wir uns mal angucken, da hat eine Greta Thunberg etwas geschafft und hat viel, viel mehr Menschen mobilisiert und auch nachdenklich gemacht. Und Werte können sich ändern. Und wir haben gesehen, im Moment drängt Corona das Thema Umwelt zurück. Aber es wird natürlich wieder hochkommen. Und durch etwas, wo man die Leute anspricht, mitnimmt, eine Wertediskussion führt, nämlich zu sagen, wir wollen auch eine lebenswerte Zukunft. Wir können nicht mit unseren Ressourcen so aßen, wie es ist. Ist es gelungen, einen großen gesellschaftlichen Konsens schon mal zu erreichen? Das wäre ja für Corona auch wichtig, dass man auf gute Ernährung und auf gute Böden und auf nachhaltiges Wirtschaften und auf Ende der Vergiftungen, die wir ständig vornehmen an der Natur, das hat ja auch mit solchen Situationen, in denen wir jetzt sind, zu tun. Denn wenn ich ein gutes Immunsystem habe, dann kann ich fast jede Krankheit überwinden und jeden, vor allen Dingen gerade Virenkrankheiten. Wenn ich aber ständig Wasser trinke, was vergiftet ist, Sachen esse, die vergiftet sind, dann mittlerweile haben ja sämtliche Lebensmittel sehr viel weniger Substanzen, sondern ist mehr so aufgebläht, es ist Massenproduktion. Wir werden zwar satt, aber das, was wir essen, dient nicht mehr dem Körper in demselben Maße, wie es vielleicht noch vor 100 Jahren war. Also wenn man das allein schon nimmt, dann wäre es eigentlich ganz klar, dass man mit der Umwelt, mit der Natur anders umgehen müsste, könnte, sollte. Ne? Das ist aber Logik. Ja, genau. Aber nicht Realität. Realität ist doch eine ganz andere. Ja, die müssen wir uns mal bewusst machen. Wer kann sich eigentlich was leisten? Also nachhaltige Ernährung, wer kann sich die leisten? Und das kann man sich nicht vorstellen, aber für viele ist das eine Frage. Ja, das ist mit Sicherheit, aber man könnte auch kreativer werden. Meine Schwester zum Beispiel, die ist in Kalifornien, ist da noch ein ganz gutes Klima, die hat aber statt Blumen im Vorgarten, hat sie eben Gemüse im Vorgarten und solche Dinge. Und statt den Rasen zu sprengen mit dem teuren Wasser, baut man sich halt Salat dahin oder was. Ja? Also Möglichkeiten gibt es jeder, es gibt sogar auf dem Balkon kann man Gärten machen und man kann auf dem, ich weiß, es gibt so Gemeinschaftsgärten, wo viele Leute aus der Stadt ein Stückchen Erde und das gemeinsam machen. Es gibt viele Möglichkeiten, sowas zu machen, auch wenn man nicht viel Geld hat. Also ich denke, es ist mehr eine Notwendigkeit, die Leute zu inspirieren überhaupt dafür, dass das wichtig ist, dass es nicht eine Krankheit ist, nicht was, man sollte weder auf eine Impfung hoffen, noch auf irgendwelche Medikamente, das ganze Chemiezeug in einem drin ist ja sicherlich nicht das Beste. Man sollte doch erst einmal gucken, dass man einen gescheiten Vitaminhaushalt und Mineralhaushalt hat, aber das kommt offensichtlich nicht an. So, jetzt ist die Frage, wie kann man vernünftig vermitteln, was wichtig wäre. Ja, super. Also erstmal bist du wieder bei den 4% gelandet gerade. Also wenn du den Ansatz machst, über Vernunft und Rationalität und so weiter, kriegst du nachher 4% der Leute, behaupte ich, die tatsächlich dann Gemüse und darauf achten und so weiter.
Wir müssen aber gucken, dass wir die anderen 96 mitkriegen. Ja, und wie machen wir das? Deswegen wollte ich mit dir sprechen. Das ist eine Wertediskussion. Guck mal, ich komme vom Bauernhof. Ja? Und mein Vater hat damals in jungen Jahren Kälber gezüchtet. Und dann kamen auf einmal Antibiotika und Mastbeschleuniger. Und da ging es eigentlich in Richtung Industrialisierung. Und da hat er gesagt, nein, das ist nicht mein Stil, das ist nicht mein Wert. Und hat sich davon verabschiedet. Wenn wir heute gucken, dass wir prophylaktisch Antibiotika geben, um einen Kilopreis Fleisch für 1,99 zu erzeugen, dann ist da die Ursache natürlich etwas falsch. Und die Bauern, die haben auch Werte. Und sie orientieren sich halt natürlich am Überleben. Also nehmen wir mal die Biogasanlagen. Wenn Biogas so subventioniert ist, so extrem, wie es gemacht wurde, dann ist ja klar, dass ich sage, ja, dann baue ich Mais an bis zum Umfallen, ob es gut ist oder nicht gut ist. Das heißt, ich steuere fremd. Ich bin Unternehmer und muss irgendwie überleben. Und wenn ich für mein anderes Geld, für einen Liter Milch, nur 28 Cent bekomme, was größtenteils war, inzwischen ist es mal 36, aber eigentlich komme ich damit nicht mehr zurecht. Und wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, und in einigen anderen Ländern, in Dänemark und vielen anderen Ländern, ist Milch durchaus ein bisschen teurer als bei uns, aber wenn wir zulassen, dass Aldi und Co. Milch als Dumping raushauen und es keinen Wert hat, dann sage ich halt, dann gebe ich lieber mein Milchvieh auf, die Koppel nutze ich, um Mais anzubauen, um dann subventioniert Biogas zu erzeugen. Ob es gut ist oder nicht, keine Frage. Und wenn wir eine Diskussion führen würden mit den Bauern, dann werden die schon sagen, nein, ich möchte im Einklang mit der Natur, ich will nicht mehr und. Das werden viele sagen. Nur im Moment sind sie getrieben nach immer mehr, nach Industrialisierung, Kunstdünger, Antibiotika, mehr desgleichen. Weil sonst kommen sie nicht zurecht. Das heißt, wir steuern sie indirekt, das Verhalten, weil wir diese Diskussion nicht führen. Und eine Landwirtschaftspolitik, sowohl auf EU-Ebene als auch deutschlandweit, als auch lokal, muss sich natürlich anders orientieren. Dass wir zulassen, dass mehr Großvieheinheiten auf dem Hektar sind, als das Grundwasser aufnehmen können, führt dazu, dass wir unsere Flüsse irgendwann kaputt machen, unser Grundwasser. Und da muss ich sagen, stopp, diese Diskussion müssen wir stoppen. Und zwar ganz schnell. Dass wir sagen, ja, da gibt es eine Obergrenze und die ist einzuhalten. Und da gibt es eine Übergangszeit von 2 Jahren oder 1 Jahr maximal. Und dann kannst du dich darauf einstellen. So, das wird wahrscheinlich auch dann zu einer Preisanpassung führen, nach oben. Ja, das ist dann so. Das ist dann aber wahrscheinlich auch gut so, weil es zeigt uns endlich mal den Preis von etwas, was nichts kostet. Ja? So, und da muss ich sagen, Antibiotika-Einsatz, nee, ist nicht mehr. Ja? Also wenn wir überlegen, auf dem Bauernhof, wenn eine Kuh Antibiotika gekriegt hat, dann durfte sie nicht mitgemolken werden und abgeliefert werden. Den Hühnern und Schweinen geben wir es ins Futter und machen Resistenzen und tragen es ein. Dann muss ich sagen, wenn du das einsetzen willst in deinem Betrieb, ne, dann kannst du kein Fleisch liefern für die nächste Zeit. Und wenn diese Regel gilt, dann werden die schon selbst überlegen, ob sie es einsetzen. Es gibt in Niedersachsen Versuche, da haben sie Mais als Streu für Hühner reingepackt unten. Mais übersäuert, ne? Und ist natürlich, die picken da rum, die Darmflora der Hühner verändert sich signifikant, verbessert sich und der Antibiotikagesetz kann rigoros reduziert werden. Erfordert natürlich ein ganz, ganz anderes Denken, nachhaltiges Denken. Wenn ich aber erstmal davon ausgehe, ich darf kein Antibiotika mehr einsetzen, Punkt, nur noch in Ausnahmen. Und wenn das eine Ausnahme ist, darf ich nicht abliefern, das Fleisch. Dann fange ich an, kreativ zu werden. Das heißt, wir müssen anfangen, endlich mal klar zu sagen, dass das, was wir machen, wir sind die größten Exporteure von Plastikmüll, obwohl wir wissen, dass das teilweise woanders ins Meer gekippt wird. Und dann machen wir Initiativen, dass wir sagen, wir wollen aus Kunststoffen aus den Meeren erzeugen wir wieder Pullover. Ja, was ist denn das? Und das finden wir noch toll. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die großen Flüsse gar nicht mehr die großen Verursacher sind und dass unser Export, wir können doch nicht unseren Müll ewig exportieren. Dann, wenn wir den hier behalten würden, dann würden wir endlich mal sehen, dass wir über unsere Grenzen hinaus leben. Und das muss man erkennen im Betrieb als Führungskraft, das muss man auch als Politiker erkennen und das muss man auch als einfach Mitbewohner einer Gesellschaft erkennen, dass es Grenzen gibt.
Und wir müssen uns in Frage stellen, unsere ganzen Dinge, die sie uns eingeschlichen haben. So, wir exportieren halt unseren Müll. Wupp, weg, kalt. Wir nehmen halt Antibiotika vorsorglich in die Mast. Nein, das sind alles Themen, wo wir aufwachen müssen und sagen, das geht nicht mehr. Und die müssten wir sammeln gesellschaftlich. Und dann kriegen wir auch eine Akzeptanz. Und das erfordert natürlich auch eine Diskussion, wie ist das finanzierbar? Und statt Subventionen in einige Bereiche reinzukippen, müssen wir vielleicht sozialen Ausgleich schaffen, dass wir die Gesellschaft alles mitnehmen. Aber wir müssen gucken, dass es eine große Bewegung wird und nicht nur die 4%. Genau, komme ich nämlich genau auf das Thema. Erst haben sie uns ja alles eingeredet, dass wir das so machen müssen. Als ich hierher nach Italien kam, vor über 30 Jahren, da gab es jedenfalls in unserer Gegend noch niemand, der Unkrautvernichtungsmittel oder solche Sachen benutzt hat. Ja? Und dann plötzlich haben sie sogar an der Straße entlang gesprayt. Dann bin ich dann halt zur Gemeinde, habe gesagt, oh, das geht ja nun gar nicht. Ja? Aber ich wollte nur sagen, erstmal wurden uns das alles so schmackhaft gemacht. Und dann wusste sogar, wenn du anders gedacht hast, so wie früher, warst du veraltet oder blöd oder sonst was. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt die sich langsam sozusagen gesagt haben, ja gut, ich kann nicht anders, einmal aus finanziellen Gründen, weil es eben subventioniert wird und deswegen die Fruchtfolge sozusagen nicht mehr stattfinden kann, weil halt angebaut wird, was am meisten bringt und so. Und jetzt praktisch haben die jetzt wieder die Last, um sich umstellen zu müssen, sollen, können, um dann noch die Leute zu motivieren, dass die am Hebel sitzen, jetzt anders zu entscheiden und anders zu also es kommt mir vor wie so eine völlige Verwirrung der ganzen Geschichte, wo der einzelne Kleine, der eigentlich kapiert hat, was richtig ist oder richtig wäre, und es auch lange meinetwegen durchgehalten hat, jetzt also wirklich noch einmal verblöd verkauft wird irgendwie. Wir müssen einen Paradigmenwechsel kriegen, genau. Und das wird dazu führen, dass man feststellt und sagt, hey, das war falsch. Es auch wirklich formulieren und falsch. Und es gibt ja eben diese Verhaltensweise, ich nenne das immer Call, Change it, Accept it, Love it or Leave it. Diese vier Alternativen. Und wir müssen diese Diskussion für uns führen, gesellschaftlich, und zu sagen, wie wollen wir damit weiter umgehen? Und dann müssen wir sagen, können wir es so lassen, wie es ist und akzeptieren? Nein. Können wir Spielfläche verlassen? Nein. Lieben wir das? Nein. Also muss die Veränderung in Gang kommen. Und dann, wie in meinem Coaching, müssen wir es analysieren, was gehört alles dazu auf der Visa, dann uns ein lebenswertes Ziel, ein starkes Ziel formulieren und dann müssen wir in die Ressourcen rein. Nämlich diese Diskussion führen. Was war das Motto des bisherigen Scheiterns, auch dort? Und wir müssen uns angucken, welche Ressourcen haben wir eigentlich, um etwas zu verändern. Dann ist der Maßnahmenplan nachher schon fast ein Abfallprodukt. Das ist total easy dann zu entwickeln. Das heißt, das Vorgehen, und das ist ein Prozess, dieses Vorgehen. Also das machen, ist wie so ein Kochrezept und das führt dazu, dass es funktioniert. Genau dieses Vorgehen ist das gleiche Vorgehen, das wir auch als Gesellschaft machen müssen. Wir müssen die Situation analysieren, ein gemeinsames starkes Ziel haben, dass wir als Team sind und keine Gruppe sind, dass wir eine Werteauseinandersetzung führen und dann schaffen wir auch diese Veränderung. Und da hat uns die kleine Greta Thunberg über Wertediskussionen geführt. Die ist nämlich hinten angefangen und hat gesagt, was sind die Werte denn wichtig? So geht es nicht weiter, ist Situation. Ich will eine lebenswerte Zukunft, Ziel. Die Umsetzung. Da sage ich noch gar nichts zu, aber erst mal vorne diese Schritte machen. Das hat sie gemacht und sie hat sie fantastisch gemacht. Und wenn man ihre Reden hört von der UN, die finde ich faszinierend, was dieses kleine Mädchen dort alles sagt an Wahrheiten. Und da sollten wir hinhören und diese Diskussion müssen wir wieder führen. Und nicht nur im Umweltthema, in ganz, ganz vielen Themen. Ja, kannst du bitte zu unseren Regierungen gehen und mit denen ein bisschen Coaching machen? Denn die verbocken so viel und ich denke halt nicht mal, dass sie das allein verbocken, sondern dass sie eben unter diesem multinationalen Druck stehen, das eben im Grunde gegen unsere, das, was wir gesehen haben, was wichtig ist, gerichtet ist, sondern nur auf Gewinnmaximierung und nach mir die Sintflut, nicht? Und das sehe ich als das Hauptthema. Im Kleinen kann ich mir vorstellen, dass das Wirkung, aber haben wir so viel Zeit, bis es da oben ankommt? Hast du da ein Rezept, wo
wie man die, die es entscheiden, dazu bringen könnte, mal vernünftig zu werden, statt nur ideologisch oder ökonomisch maximierungsbewusst? Also ich müsste mit gleich, das wäre jetzt auch so ein Schlusswort, weil ich habe gleich um 10 einen Kunden. Das ist extrem schwer. Einer schafft es natürlich nicht allein. Ne? Aber ich glaube, ich habe die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgegeben. Ne? Und es gab immer wieder Zeiten, gucken wir uns mal, ohne dass jetzt politische Wertigkeiten reinkommen. Aber Kanzler Schröder hat damals eine Notwendigkeit für eine Agenda 2020 oder 2010 gesehen und hat Dinge gemacht mit Müntefering, die dazu geführt haben, dass er nicht wiedergewählt wurde. Das heißt, er hat die Sache über sich gestellt. Und das ist schon mal bemerkenswert. Und davon brauchen wir natürlich Leute. Das Zweite ist, Lobbyismus muss eine Transparenz rein. Deswegen so ein Lobbyregister, wie jetzt eingeführt wird, ist schon extrem wichtig. Und was wir im Moment machen, ist ja paradox. Also wir holzen Wälder ab, damit wir dann Elon Musk hier hofieren und unsere eigenen Arbeitsplätze wegrationalisieren und so weiter. Und da gibt es ja auch Artikel, die ganz klar zeigen, wie viel Lobbyarbeit und wie viele Dinge da gemacht werden und dass das eigentlich opportun ist. Und in. Wir folgen wie die Lemminge. Ne? Auch das Thema E-Auto ist ein ganz wichtiger Beitrag. Trotzdem müssen wir es differenziert sehen. Wir schleppen teilweise 500 Kilo zusätzlich durch die Gegend. Ne, und sagen, das ist ökologisch, weil die Batterien so schwer sind. Also es gibt Untersuchungen, die das differenzierter sehen. Und wir sind immer nur schwarz-weiß. Und das dürfen wir nicht mehr sein. Wir müssen die Grautöne entdecken. Grau ist eine tolle Farbe mit vielen, vielen Schattierungen. Und ja, ich sehe das. Und das müssen wir hinkriegen, diese Diskussion. Und da wird es in Deutschland eine ganz spannende Diskussion und auch in Europa werden. Und ich glaube, so eine Initiativen wie Gaia sind halt kleine Zellen. Ich erlebe sie an Schulen, wo sich Leute engagieren. Eine Kollegin von mir hat ein Buch geschrieben, Scrum für Kids. Ja, also ganz agile Arbeitsweisen, anders denken. Und wir müssen vieles in Frage stellen und keine Zellen. Und ich hoffe, dass unsere Politik eine überordnete Diskussion führt. Und so wie sie im Moment davor ist, zerlegen die sich gerade selbst. Meine Kinder sagen, wen sollen wir eigentlich wählen? Und diese Frage müssen wir mal laut führen. Das ist das geringste Übel, oder was führen will. Wollen wir auf einmal links und Richtung Kommunismus erstarken die Rechten? Welche Konzepte haben eigentlich welche? Oder wählen wir nur Menschen, weil wir die Bilder attraktiv finden? Was sind eigentlich die Konzepte? Und zum Glück hat uns das Bundesverfassungsgericht hier vor kurzem mal Grenzen aufgezeigt. Aber wir können nicht immer nur auf die Gerichte warten, wir müssen selbst aktiv werden. Und dazu versuche ich beizutragen, als Coach in den Betrieben, als Coach im Privaten und auch vielleicht durch dieses Gespräch. Wunderbar, da danke ich dir recht schön und es ist doch ein Hoffnungsschimmer und ich freue mich über deinen Enthusiasmus und deine Energie. Und ich wünsche dir viel Erfolg, uns allen viel Erfolg, dass wir doch irgendwie eine bessere Zukunft auf die Reihe kriegen. Ne? Super, freue mich, wenn wir es fortsetzen können und wir uns weiter in Kontakt sind. Heidi, vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.